packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen. Reifeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, darauf stehen wir. Achtung, jetzt fällt die Entscheidung. Der Asuris Rapilov schiebt den Dorian Hutter über den Rand. Willisau Krieser, der Match von der Rekord. Willisau gewinnt 31-10. Total 80 mit technischen Überlegenheit oder auf den Schultern. Der Rasul zu seinem Kampf. Rasul, recht herzliche Gratulation. Technische Überlegenheit gewonnen gegen Darian Hutter. Zuerst noch gar im Rückstand gelegen. Die ersten Punkte sind hergegangen. Wie hast du das können zu deinen Gunsten drehen? Ja, ich habe ganz am Anfang gewusst, ich musste meine Fassart anfangen. Von Anfang an hat es nicht geklappt. Ich war zu viel überfordert. Und nachher ist es gegangen. Und nachher habe ich es gepackt. Die schöne Aktion bringt Dorian Hutter zuerst mit 2 Punkten in Führung. Gegenangriff. Und wie scheint? Fast Schulter sein. Mit diesen Torendreier hält sich der Rasul endgültig die Führung. Hast du können deine Stärken quasi auf die Matte bringen? Das war mein erster Kampf. Nazia. Ja, ich war etwas überfordert, darum. Aber es ist gegangen. Warst du nervös, das erste Mal? Schon ein bisschen nervös, ja. Wie sagt man so schön, führt auf ihn bestanden mit Bravour. Herzliche Gratulation. Wichtig ist nur, ins Finale zu kommen. Statt Siegen um jeden Preis hat für einen cleveren Krisentrainer, wie schon letztes Jahr, anders gezählt. Aber Ziel war, dass die Jungen Erfahrung sammeln konnten, dass sie unerschrocken in den Kampf gehen und dass jeder sicher mindestens einen Punkt mitnehmen kann und ja, dass gute Kämpfe zahlen. Du hast schon fast ein bisschen angetönt. Was war die Strategie gewesen von der Aufstellung? Ja, die Strategie war keine. Es fehlt einfach, ein paar Leute sind krankheitshalber nicht dabei oder ferienhalber. Und die gerungen haben, die haben auch Gas geben und da haben wir probiert zum Umsetzen. Bei der Willisauer Aufstellung ist es nicht nur ein Wollen, sondern auch ein Können. Dazu der Trainer, der Thomas Bucheli. Ja, wir haben gewusst, dass wenn Krieser alle dabei hat, wo sie haben oder wo sie auch schon eingesetzt haben, dass es sehr schwierig wird für uns. Und darum haben wir ganz stark probiert aufzustellen. Wenn man das weiss, wir auch nicht im Voraus. Wir haben den Stiffi auch wieder drin gehabt, nach seinem WM-Abenteuer und seinem super Resultat. Das ist für ihn, er hat auch unbedingt Wellenringen. Es ist natürlich auch schön, vor den eigenen Leuten nachher so einen Athlet drin zu haben. Und wir haben da wirklich probiert, aus dem Vollen zu schöpfen. Und darum ist auch das Resultat jetzt recht hoch ausgefallen. In der Tat, von den 10 Duellen hat Krieser nur gerade 2 für sich entschieden. Gerade am Anfang, der Dario Obrist bezwingt den Pascal Müllimann, gar mit Schultersieg. Hier auf Telenav-Telezentralschweiz sehen wir es, der Pascal Müllimann liegt klar in Führung.
bis zu dem entscheidenden Zug von Dario Abrist. Heute Kriesen-Sieg ist der Ramon Becciar zuständig. Mit dieser Aktion hält er gegen Dominik Passer die stolze 4 Punkte. Am Schluss gewinnt er 0-12. Allerdings der Dominik Passer hat Pech. Achtung, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit verletzt er sich bei dieser Aktion am Auge. Er muss gepflegt werden. Für einen weiteren Kampf ist er händig gebiert, wie man das überhaupt in einem Auge sagen kann. Trotzdem, mit dem Sieg von Ramon Becciar hat man rechnen. Er hat Dominik Passer schon die letzte Saison zweimal mit technischer Überlegenheit bezwungen. Es hat aber auch Unerwartetes gegeben. Was hat dich überrascht? Also die Höhe sicher und vielleicht einzelne Kämpfe noch? Ja, wir haben im dritten Kampf den Timmy Zeder, der natürlich gerade mit einem 4-0 schon gerade ein bisschen richtig vorgespurt hat. Der Timo Zeder engagiert. Vor allem am Boden spielt er seine Stärke aus. Die Aktion bringt ihm die ersten 2 Punkte. Kurz darauf, Angriff Steger, ein geschickter Konter. Der Timmy Zeder dreht die Situation sprichwörtlich zu seinen Gunsten. Der Michael Steger am Boden und damit praktisch ohne Chance. Gefällt hat das. Technische Überlegenheit in 2 Minuten. Ebenfalls technische Überlegenheit, gerade der Kampf vorher. Sammy Scherer gegen Noel Hutter. Zur Pause steht es 12-8. Nach der Pause gewinnt Willisau alle Kämpfe. Gerade mal 2 magere Punkte gibt es für Kriesere. Am Anfang macht der Steffi Reichmuth gegen den Tobias Becciar. Schau dir mal das an. Klasse für sich. Genau 42 Sekunden bis zum Schultersieg. Gerade nachher der Mansur Mavlev gegen Christoph Wittenweiler. Technische Überlegenheit nach 43 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Gerade nachher der Jonas Bossert gegen den David Hungerbühler. Nach einer Bodenlage in der zweiten Halbzeit. Punkte rollen nur noch so aufs Konto von Jonas Bossert. Länger tut es knapp noch nicht. Es braucht dann noch mal im wahrsten Sinn des Wortes einen Anlauf.
zur technischen Überlegenheit. Nochmal, gerade nachher der Michi Bartmann gegen den David Lohr. Zuerst das, dann das. Technische Überlegenheit nach 2 Minuten 29 Sekunden. Gerade nachher, im letzten Kampf vom Abend, jetzt kommt es anders. Der Tobias Portmann gegen Marc Dietsche. Der Marc hat diese Saison alle Kämpfe gewonnen und das letzte Jahr nur gerade einen einzigen verloren. Der erste Punkt geht wegen Passivität von Tobias Portmann an Marc Dietsche. Ausgleich ebenfalls wegen Passivität. Und dann gibt es Punkte für den Partner. Schaut mal das an. Zu eins der Schlussresultat. Übrigens, das einzige Mal verloren hat Marc Dietsche letztes Jahr gegen Tobias Partner. Ebenfalls mit 3:1 Mannschaftspunkten. Dazu der Krisentrainer, der Hugo Dietsche. In der Stimme eine Spur von Verbitterung. Wir verstehen es. Negativ ist sicher der letzte Kampf, dass der Marc das nicht gelungen ist, um den Tobi zu schlagen. Ist immer ein Kampf auf mehr zu schneiden. Auch für Willisau war der letzte Kampf herausragend gewesen. Es ist sicher am Schluss der Tobi, der gewinnen konnte gegen Marc Dietsche, gegen das Nummer 1. Das ist ein super Erfolg, wie er das gemacht hat. Das war ganz toll. Ich mag ihm auch sehr gönnen, er arbeitet hart dafür. Auch der Michi Portmann hat eine super Leistung gebracht. Und wir haben von diesen 8 Kämpfen, die wir gewonnen haben, haben wir doch bei 7 Kämpfen durch technische Überlegenheit gewonnen. Und das ist doch ein klares Zeichen, glaube ich. Die Vorentscheidung war früher klar. Es ist ein entscheidender Kampf von der Seite von uns. Sondern die Entscheidung ist relativ in der Pause. Schon, ja, nach der Pause war die Entscheidung klar. Schon nach der Aufstellung haben wir gesehen, es wird schwierig. Darum haben wir gesehen, die Jungen wollen einfach Gas geben, unerschrocken kämpfen und dann mal probiert. Was ziehst du für Schlüsse vom Abend? Ja, sicher. Jetzt, Tobi ist ganz wichtig, dass er den Marke gewinnen konnte. Das gibt ihm Selbstvertrauen weiter. Er weiss, dass er auf dem richtigen Weg ist. Sonst im Allgemeinen, eben, wie gesagt, dort, wo nicht die besten Leute von Krieser dabei waren, ist es noch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube doch, dass man sagen kann, dass unter dem Strich unsere Form eigentlich stimmt und dass die Richtung stimmt. Obwohl es der Halbfinalkampf von diesem Weg sicher wieder ein neues Kapitel wird geben. Ein neues Kapitel aufgeschlagen hat auch Riesere diese Saison mit der Zusammenstellung der Mannschaft. Dazu der Hugo Dietsche. Wir haben ein paar Routen aufgehört und darum haben wir vermehrt jetzt auf junge Ringe müssen setzen. Aber bewusst hier dann, weil das ist die Zukunft. Und zum Teil muss man Lehrgeld zahlen, die Jungen. Wenn man geht es besser, wenn man schlechter. Heute ist nicht ganz aufgegangen. Aber in dieser Strategie werden wir weitermachen. Ob es im Halbfinale, möglichst Halbfinale, wenn es klappt, ob wir dann noch Ressourcen haben, müssen wir schauen. Nächster Kampf gegen Hergisil, wie siehst du es noch? Ja, gegen Hergisil ist wieder ein Derby. Wir freuen uns natürlich auf den Kampf. Hergisil hat doch jetzt ein bisschen Luft geschnuppert, hat einseitig gewinnen. Und das ist doch sehr ein Ausrufezeichen auch, gibt sicher eine Motivation und die werden auch gegen uns wieder, die werden motiviert sein, die werden uns ein Bein stellen, weil wir sind der Favorit, das ist klar. Und wir werden das versuchen zu verhindern. Was ziehst du jetzt für Schluss vom heutigen Abend? Ich glaube, wir machen einfach jetzt haben wir noch einen Kampf gegen Einsiedler und dann ist Pause und dann machen wir unsere Kräfte wieder komplett sammeln und dann für die zwei Teile der Rückrunde mal bereit sein und unsere Punkte einfahren. Wie sehen das gegen einen Siedler? Ja, wir schauen, wie dringend zu Werk sind die Woche. Ob die verletzt sind oder krank sind, wieder fit sind. Und dann möglichst die fit sind, die ringen und die nicht fit sind, kann ich ringen. Es bleibt spannend. Derby. Hergisil trifft am Samstag daheim auf Willisau. Krieseren auf Einsiedler.
und Schaddorf auf Freiamt. Wer gewinnt? Verpassen Sie nicht die Prognose, wie immer am Donnerstag auf dem Sender. Und zudem Ringer porträtiert diese Woche mit dem Timo Zeder aus der Reihe von Willisau und dem Dorian Hutter für Kriesere. Nicht verpassen und Telenav Telezentralschweiz auch auf YouTube abonnieren. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert: Draxler Haustechnik Willisau, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen, Reifeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG. MSV Flor Unterlagsböden St. Erhard, darauf stehen wir.